Hey Leute, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einer neuen Folge von Willi und der Formerpapst. Ihr habt es alle mitbekommen, die Welt ist im Ausnahmezustand. Das Coronavirus betrifft uns alle und auch wir beide haben uns gefragt, wie wir in unserer Position da irgendwie helfen können und zeigen euch heute in diesem Video, wie ihr einen vollständig funktionsfähigen Gesichtsschutz herstellen könnt. Denn jetzt ist nun mal die Zeit, wo es irgendwie an uns allen liegt und jeder mithelfen kann und sich engagieren kann. Deswegen ist es auch ein ganz klarer Aufruf, wenn ihr die Möglichkeiten habt, dann bitte macht mit. Wir starten mit einem 3D-Druck. Anhand dieses Positivs zeigen wir euch, wie ihr eine einfache Negativform herstellen könnt, um diese dann mit einem Hart zu füllen und dann eine entsprechende Serienproduktion starten zu können. Ich würde sagen, wir legen los. Alles klar. Ja, wir starten wie gesagt mit dem 3D-Druck. Die Datei, die ihr dazu benötigt, die findet ihr bei uns unten in der Videobeschreibung zum Download. Falls ihr keinen 3D-Drucker habt, aber trotzdem helfen möchtet, dann schreibt uns einfach und dann gucken wir, ob wir da nicht was vermitteln können. Hier seht ihr, welche Materialien wir zur Herstellung von diesen Halterungen brauchen. Das ist nicht viel. Wir brauchen wieder unseren klassischen Ton. Denkt bitte daran, dieser Ton wird aus unterschiedlichen Regionen dieser Erde abgebaut. Er muss schwefelfrei sein, damit es keine Vernetzungsstörungen gibt. Vernetzungsstörungen erkennt ihr sofort daran, dass das Silikon nicht aushärtet. Also macht bitte vorher einen Test. Wir brauchen ein Abformsilikon, in dem Fall nehmen wir das Molstar 20T, ein paar Pigmente zum Einfärben, natürlich Trennmittel und zum Ausgießen nehmen wir das Harz Smoothcast 65D. Wir fangen jetzt an, uns wieder eine Tonbasis zu bauen, indem wir mit so einem Tonschneider gleichmäßige Scheiben zurechtschneiden und die auf einem Brett positionieren. Wir gucken natürlich auch, dass wir wieder ausreichend Platz haben, rechts und links. Nicht, dass wir nachher zu eng mit dem Formbaurand an die Grenzen stoßen. Jetzt nivellieren wir das ganze Tonbett und versuchen zumindest eine schöne gleichmäßige Fläche zu haben. Guckt, dass ihr jetzt die Positive leicht in das Tonbett drückt. Natürlich nicht zu tief, dass sie nicht nachher zu dünn werden, aber auch gut andrücken, damit nicht das Silikon später massiv drunter läuft. Ein bisschen wird immer drunter laufen, aber so können wir das verhindern. Ja, als Formbaurand kommt wieder unser guter alter Blechstreifen zum Einsatz. Wir fixieren ihn, indem wir ihn ringsum unsere Positive in das Tonbett eindrücken und dann auch wieder mit unseren schönen Klammern verbinden. Wie verhält sich das denn mit dem Abstand zum Positiv? Wie groß muss man denn diesen Rand drumherum bauen? Ja, wir wollen nachher natürlich das Harz auch mit einem Spachtel gut vom Silikon abziehen. Deshalb empfiehlt sich das schon so 2-3 cm mindestens im Randbereich überstehen zu lassen. Ein bisschen Yves Release 200 Trennmittel, das ist nie verkehrt, damit sich nachher auch der Ton besser vom Silikon löst. Einfach eine gute Schicht einsprühen. Für alle 2K-Produkte, das kann ich euch immer wieder nur empfehlen, gilt es, vorher beide Komponenten einzeln gut aufzurühren. Härterstoffe setzen sich ab. Und es gibt sonst nachher nur Schwierigkeiten. Wir wählen jetzt hier das Molstar 20T, weil es ein sehr schön dünnflüssiges Silikon ist, was man nicht im Vakuum entlüften muss, was gut verfließt und trotzdem eine Schorhärte von 20A bildet.
Ihr könnt das nach Volumen abmischen. Ich mache es lieber nach Gewicht. Die Menge berechnet ihr am besten so, dass ihr ungefähr die Maße von der Fläche nehmt, dann die Höhe, die ihr gießen wollt, um dann ein entsprechendes Volumen zu ermitteln. Und dieses wird dann mit dem spezifischen Gewicht, hier in diesem Fall ist es 1,08, multipliziert. Nach dem Abwiegen werden jetzt beide Komponenten gut miteinander vermischt. Ich nehme gerne ein bisschen Farbpigment mit hinzu. Einerseits sehe ich, dass ich dann halt Komponente A und B gut vermengt habe und vermischt habe. Es hilft mir einzuschätzen, ob ich alle Teile gut bedeckt habe und später auch, damit ich sehe, ob die Form gut gefüllt ist. Ich fülle das Silikon gerne in einem dünnen Strahl an einen Punkt in die Form, damit das Silikon dann gleichmäßig über die Positive läuft. Das hat den ganz einfachen Grund, damit Luftblasen an der Oberfläche vermieden werden. Nach ca. 30 Minuten können wir dann entformen. Natürlich hat das auch was mit der Raumtemperatur zu tun. Dieses gilt so bei 23 Grad. Wenn jetzt doch noch unter das Positiv ein wenig Silikon drunter gelaufen ist, dann können wir diese Häutchen schnell mit einer Schere noch entfernen. So, wir haben jetzt die Reste von Ton mit Wasser abgewaschen. Achtet bitte darauf, bevor wir das jetzt mit Harz ausgießen, dass die Form absolut trocken ist. Harz ist feuchtigkeitsempfindlich und wenn das mit Wasser in Berührung kommt, dann gibt es kein gutes Gussergebnis, es schäumt. Also wie gesagt, die Form sollte absolut trocken sein. Und vergesst bitte nicht, das Harz vor dem Mischen richtig gut aufzuschütteln. Das Smoothcast, das könnt ihr jetzt auf zwei Wegen abmessen. Entweder nach Volumen, das ist dann 1:1, oder nach Gewicht. Achtung, das ist unterschiedlich, da müsst ihr bitte drauf achten. Ihr habt jetzt 2,5 Minuten Zeit, Komponente A und B gut zu verrühren und das Harz in die Form einzufüllen. Das überschüssige Harz ziehen wir jetzt mit einem Spachtel einfach ab. Und warum nicht einfach von oben nach unten in eine Richtung? Ja, ihr müsst ein bisschen aufpassen, dass ihr nicht zu viel Harz wieder aus den Fugen herausdrückt mit dem Spachtel. Deshalb gehe ich immer gerne mit der Form mit. Nach 10 bis 15 Minuten können wir dann eigentlich schon entformen. Allerdings denkt bitte dran, das ist auch immer, also die Zeiten, die in dem technischen Merkblatt drin stehen, die sind auch immer dann abhängig davon, wie viel Harz wir als Masse vergießen. Das ist jetzt hier relativ filigran, deshalb sind die Teile anfänglich jetzt noch etwas weicher und müssen noch ein bisschen nachhärten. Unsere Halterungen sind jetzt fertig, die haben wir entformt und einfach ein bisschen entgratet. Alles, was wir jetzt brauchen, um den Gesichtsschutz fertigzustellen, ist eine Overhead-Folie und ein Textilgummi. Die werden an den entsprechenden Stellen einfach mit einem ganz normalen Locher eingestanzt und können dann hier in diese Vorrichtung eingeklickt werden. Mit dem Gummi hier hinten genau das gleiche. Und diesen Haken, da setzen wir einfach den Gummi ein, setzen uns den Gesichtsschutz auf und sind fertig. Wir können nur an euch alle appellieren. Jeder, der die Möglichkeit hat, so eine Teile herzustellen, legt los, fertigt sie an.
Pflegedienste, Feuerwehren, Krankenhäuser werden dankbar sein für die Unterstützung. Wir selber werden jetzt auch loslegen. Wir werden zum Selbstkostenpreis versuchen, so viele Teile wie möglich herzustellen. Genau. Unabhängig davon hoffen wir natürlich, euch und euren Familien da draußen geht's gut und wünschen euch sichere Wochen.